Möchten Sie die Tür öffnen? Kann man rufen. Ich öffne die Tür. Mhm. Hallo Dröhnchen! Hallo ihr doofen Drohnen! Wo seid ihr denn? Ihr Drohnis, ja. Wo seid ihr? Ihr Bekloppten hier! Der Hoxen hat hier eine Kiste. Oh. Oh. Die lassen das aber gut plöppen hier, ne? Ja, ich bin der Plöpper, ey. Mhm. Der Plöpper vom Dienst. Warte mal, ich lass auch mal plöppen hier. Ja, lass uns mal plöppen. Ich lauf da nur hinterher. Haben Sie gehört? Nix, ne? Das große Fresse, ne? Ich lass plöppen und kommt nicht. Aber dafür mach ich's. Aber dafür mach ich das für Sie. Kommen Sie mal her. Oh. Wieder Moni. Wir müssen den Bio. Fast geschafft, aber wir müssen alles genau nach Plan machen. Das Zeug ist empfindlich. Verstanden. Gucken Sie mal hier. Halten Sie auf, solange es geht. Gucken Sie mal hier. Da? Hey, ich komme hier von der Wand wieder nicht weg. Ja. Gucken Sie mal da rein. Da. Was denn da? Waffenkoffer! Eine Waffenkiste. Boah, ist die doof. Ja, das hat gespiegelt. Das ja, ja, ja. Hallo, ich stand hier. Oh, scheiße. Hab ich nicht gesehen. Rennen Sie wieder vor, ja? Ja, sieh doch. Scheiße. Greif an! Ich schieße! Lade nach. Eine Rolli für die Miri. Okay. Okay. Kommen Sie mal hier rein. Mal gucken, ob wir hier die Waffe... Ja! Ehrlich? Ja. Ja, Mann. Hallo? Oh? Hier, wollen Sie einen Server haben? Achso, ne. Ja, für zu Hause vor allen Dingen. Oh, warten Sie mal, ich habe mir die Zerros gekriegt. Vielleicht ist sie stärker als die, die ich habe. Ich guck nochmal hier das Labor. Die Zerros hat... Ach nee, ich habe eine Magnum. Oh! Alter, Belli. 6 Schuss. Die hat 261 Schaden. Willst du mich verarschen, oder was? Dann nehme ich sie doch. Hallo? Hallo, ich will die haben. Hier ist noch Spezialmond. Moment, ich will die haben, aber ich kann die nicht nehmen. Warum nicht? Woher soll ich das wissen? Hm? Woher soll ich das wissen? Warum kann ich die jetzt nicht nehmen? Ich kann die nicht ausrüsten. Sagen Sie mir mal bitte, warum. Ja, woher soll ich das denn wissen? Sie stellen immer Fragen, ey. Moment, ich mach mal ein... Ich hab doch keine Ahnung von, warum das so ist. Hä? Warum kann ich die? Hören Sie doch auf zu jammern. Ich mach mal eine Favoritenmarkierung, weil weggeben tue ich die auf keinen Fall. Wenn ich die... Hä? Verstehe ich aber nicht. Ist egal, müssen Sie auch jetzt gar nicht kapieren. Ach, kann das sein, dass ich was an... Ist das eine... Ist das eine... Das ist eine Dingens, ne? Ich glaube, das ist eine... Egal. Ich habe keine Ahnung, warum ich die nicht nehmen kann, aber ich glaube, das ist eine, Können wir weitergehen? Ja, wir können weitergehen. Ich glaube, das ist eine... Da vorne ist noch Spezialmond. Eine rote. Ne. Da ist noch Spezialmond. Wie heißt die denn? Oh. Hier. Hier? Ah, okay. Und los. Jawohl. Gehen wir einmal gegenüber rein noch in das Labor? Ja. Das Killer-Labor. Mein Gott, was ist das hier, ey? Oh, scheiße, ich hab oben, ey. Hier ist, glaube ich, nichts. Tragbares Gerät erkannt. Das ist nett. Ja, das liegt hier. Jo. Ich bin vorbeigelaufen. Sind die neuen Siegel schon geliefert worden? Ja, wir sind da drüben. Die Dinger haben's in sich. Der Reaktor wird laufen. Gucken Sie mal, das sind die Teile von dem Hund, ne? Ja. Und von dem Wumms. Wumms. Wumms, wir gehen, kommen Sie. Bereit, die Welt in Flammen zu sehen, weil die DCD versagt, eine Lösung zu finden. Echt? So negativ? Natürlich bin ich das. Wie viele Leute muss ich sterben sehen, bevor ich pessimistisch werden darf, hm? Ich melde dich, weil du eine unangenehme Arbeitsatmosphäre schaffst. Sicher. Was wollen die machen? Mich abmahnen? Dann kannst du die Siegel selbst anbringen. Labern eine Scheiße, ey. Die HR wurde als nicht essentiell deklariert. Ja. Ey, noch mehr Hunde. Nicht solche Typen, weil die für eine Scheiße labern, ne? Ja, da dauert hier die ganzen Ersatz. Keine Neustartzone. Okay. Mein liebes Fräulein. Das wumst ja aber schon ganz schön.
Bumsti Bumsti, ne? Ich möchte nicht wissen, was da jetzt hinterkommt. Wir kriegen noch ein Medikit. Aber das werden wir gleich sehen. Dann öffnen wir mal. Es. Aber ich möchte die exotische Waffe haben. Warten Sie mal, die muss ich haben. Muss doch gehen, dass ich die ausrüsten kann. Ich habe doch sonst nichts Exotisches angelegt. Warum, aber wenn kann sie ich die nicht können, dann geht's nicht. Verstehe aber nicht, warum ist nicht. Ist doch uninteressant. Warum halten sie denn jetzt damit auf? Was soll denn das? Weil die richtig Wumms hat. 261.000 Schaden. So eine Waffe habe ich überhaupt nicht. Ja, haben Sie eine Waffe, die 261.000 Schaden hat? Nee, aber ich habe eine Waffe, die hat, Moment, die hat 208.000 Schaden. Das ist... Ja, 200. Aber keine Pistole, ne? Nee. Das ist Stufe 40. Hat das irgendwas damit zu tun? Vielleicht sind sie gar nicht Stufe 40. Der Waffenschaden erhöht sich um 4% für die jeweils 10% Munition, die im Magazin fehlen. Ey, das ist eine geile Waffe. Naja, wollen wir mal gucken, dass ich die auch irgendwann mal benutzen kann, ne? Abgeben tue ich die jedenfalls nicht. Okay, dann öffne ich mal die Tür. Ja, dann bitte. Parkhaus, Herr Hoxton. Parkhaus. Oh, nee. Den scheiß Parkhäuser. Roboter-Testgelände sichern. Oh ja, super. Geil, ganz geil. Ja, super, da habe ich unheimlich Spaß dran. Ich setz mal ein Geschütz hier irgendwo hin. Ich hoffe, die Schaltung des Kampfhundes überlebt die Hitze. Okay, Geschütz bei 3. Ich kann die nicht... 1. Oh, ja, super. Ganz toll. Mann. Fokussiert euer Feuer, jawohl. Hier unter mir wird ganz schön warm, ey. Kommt von der Seite. Mhm. Ich brauche hier mal meinen Super Snipey aus. Ja, ich hab's verstanden. Erster Down. Puff. Ist da wieder so ein Puff? Zweiter Down. Zweiter Down. Das ist schon der dritte. Ach, da ist wieder so ein Hund. Aua! Ah! Braucht Unterstützung. Leck mich doch am Arsch, ey. Wie kann man... Ich bin vorne drin, weißt du? Und die lässt sich hier drin, im sicheren Bereich. Ist hier schön. Ja, wollen sie ein bisschen basteln, ja? Mein Gott, nee, ehrlich. Da lässt die sich abknallen, ey. Heilen, hallo? Ja, aber du kannst doch nicht... Du kannst nicht da drin bleiben. Oh, der Hund ist down. Ich war doch nicht da drin, ich war doch draußen. Ich konnte gerade noch reinrennen, damit sie mich da heilen können. Ich war doch draußen, hallo? Bin ich nicht da drin getroffen? Was für eine Leiche, was war das? Noch ein Köter. Noch einer. Und gelber. Namhafter. Können Sie mal zeigen mit Ihrer Super-Yoshi-Wufe? Kümmern Sie sich erstmal um den Köter! Rote Verteidigerdrohne. Ja, leck mich doch am Arsch. Muss mal hier raus. Verteidigerdrohne. So, der Köter ist down. Oh, der Dicky ist hier. Ich bin down. Können Sie hier rein? Können Sie mich mal holen eben? Die steht ja gerade hier. Hinter mir? Ach so. Das ist sehr nett, danke schön. Aufpassen, da ist so ein Sniper hier. Geschützturm kommt da. Warten Sie mal. Vielleicht können wir den Kampf hier weiterführen. Das wäre nämlich geil. Ja, der Dicke kommt nämlich. Der kommt hier hin? Ja. Das wäre schön. Oh, hier ist auch eine Mundkiste. Perfekt.
machst mal einen Rolli. Da kommt der Dicke schon. Geil. Weil ich habe mir gerade meinen Granatenwerfer. Wo ist der Dicke? Ich will den Dicken mit dem Granatenwerfer treffen. Na komm, steh auf. Granate wartet nicht. Na, wo bist du denn? Da ist noch ein Köter. Ja. Mann, steh auf. Scheiße, ich krieg den so nicht. Aua. Keine Heilung mehr, ey, scheiße. Oh, der baut irgendwas. Rote Verteidigerdrohne entdeckt. Ah! Ich muss mich mal eben aus dem Gefecht ziehen, sonst bin ich in einer Sekunde tot. Wir müssen mal eben übernehmen, Herr Hoxton. Herr Hoxton, übernehmen Sie mal bitte. Mal warten, bis meine Energie wieder hoch ist. Der Dick ist down! Jawohl! Ja, ich habe aber keine Energie mehr. Ich schmeiß mal eine Rolle in die Richtung. Das kann ich wohl. Oh, da ist der Hund. Sauber. System gedrosselt. Sauber, Herr Hox. Gar nicht mehr. Oh, ich habe ein Medikit. Das war's. Wir haben es geschafft. Echt? Abriegelung läuft. Eingänge versiegelt. Sauber. Wenn ich diesen Bauplan richtig verstehe, können Sie durch die Lüftung weiter. Warum schmeißt du denn das Ding? System reaktiviert. Weil ich gedacht habe, das wäre mein Geschütz gewesen. Ich wollte das einsammeln. Ich sammle jetzt erstmal alles ein. Das war nicht leicht. Nein. Hier ist noch Spezialmoon. Da kommen noch Verteidigerdrohnen. Ja, lass mal kommen. Rote Verteidigerdrohnen, Freunde. Ich glaube, wenn der Herr Hoxton jetzt gleich wieder rote Verteidigerdrohnen hört. Könnte mich am Arsch legen mit ihrer Verteidigerdrohne. Wo sind Sie, Vollpfosten, denn? In der Mitte. Sie müssen hier rauf. Wo denn? Hier geht's weiter. Nehmen Sie mal Ihr Geschütz mit. Ja. Ja, ich habe schon gesehen, aber da war so ein komisches Ding. Warten Sie mal an der Wand, ob man da irgendwas machen kann. Das ist ein Schild. Das ist nur ein Schild. Ja, da waren so Risse drin in der Wand. Okay, dann gehen wir mal hier durch. Oh, Verteidigerdrohnen. Er träumt schon, merkt ihr? Super, hier können wir durch die Belüftung. Code eingeben. Warte mal, ich scheiß mal eben. Also warten Sie doch mal. Ach du Scheiße, wie sieht's denn da aus? Haben Sie schon wieder die Tür aufgemacht, ja? Die hatte ich schon aufgemacht, wo Sie gesagt hatten, warten Sie mal. Ja, weil Sie einfach in Ihrem alten... Ah, sie sind das ja nicht anders gewohnt. Sie spielen ja immer zwischendurch mit so Leuten, ne? Die immer so durchrennen, die garantiert nichts gesehen haben von dem Spiel. Habe ich recht? Oh, Schlüssel der Black Task. Hast du einen? Oh, ich will auch einen. Ich habe keinen Schlüssel. Hast du einen? Nee, ich habe keinen. Sie hatten vorhin einen. Ja, den habe ich ja geöffnet, oder? Ja, dann war er weg. War er weg. Hm. Okay. Guten Tag. Hier. Schöner Raum hier. Ein Raum der Räume. Was ist hier? Raum. Echo Leader, die Sprengsätze sind bereit. Was? Echo Leader ist tot. Scheiße!
Wir sehen uns oben mit dem Reaktor. Was? Mann, was ist denn hier los, ey? Ein Weg in das Bio. Wir sind immer noch nicht fertig. Wir müssen das sichern. Wie soll ich denn da durchkommen? Ach du Scheiße. Wir gehen da mal hoch, Herr Hoxen. Kommen Sie mal mit. Kann mir mal erklären, wie wir hier durchkommen sollen? Hier. Ja, so geht's. Ist hier unten noch was? Hier unten ist auch noch was. Ja, so geht's. Ich geh mal runter eben, da ist doch irgendwas. Irgendwas ist doch da. Was soll denn da sein? Hier ist ein Raum. Ja. Hier ist eine Kiste. Oh, warte mal, dann komme ich auch mal. Loot tut gut, sagt der Herr Hoxen immer. Aber mehr nicht, ne? Ja. Dann lassen wir uns mal da durchgehen, ne? Ah, ja. Ein Weg in das Biotechniklabor finden. Perfusionsbioreaktor aufspüren. Ich dachte, wir sind fertig. Ich dachte, wir sind fertig. Also, ehrlich gesagt. Warum kommen wir denn? Also, wir kommen wahrscheinlich von da hinten aus rein. Weil da ist eine Kiste und da ist eine Kiste. Okay. Wir gehen erst rechts rum. Aha. Guten Tag. Und dann gehen wir links rum. Nehmen Sie Ihr Funkgerät mit? Was für ein Funkgerät? Hier. Ah. Hä? Hier. Ach da. Hab ich gleich gesehen. Und damit sind wir wohl fertig. Prüf die Siegel noch einmal. Hab das gar nicht gesehen. Ich hab sie viermal geprüft. Ja, ich hab's gemerkt. Elektronisches, packbares Gerät erkannt. Das ist sowieso kein Virusdatikum, das funktioniert. Noch nicht. Okay. Oh. Zumindest lenkt mich die Arbeit davon ab, wie schlimm es wirklich ist. Holla Herzchen, Leute. Wie lang geht denn das jetzt hier? Wir haben doch keine Zeit. Das gibt's doch nicht. Soll ich mal aufmachen? Nein, noch nicht. Nicht? Nee. Nicht, hat er gesagt. Auch nicht, mal auf nicht. Die Zeit gucken, ne? Machen Sie es nicht auf. Schauen Sie auf nicht. Die Zeit. Schauen Sie einfach nur auf die Zeit. Wenn Sie dazu in der Lage sind. Keine Uhr, hier sind nur Viren. Verstehen Sie das denn nicht? Und Perfusionsbioreaktoren sind hier. Okay. Ich habe mal eine Frage. Ja, ja, ja. Wenn ja, du jetzt... Mach mal dein Inventar auf. Ja. Das ist eine Frage, allgemeine Frage, ne? So. Okay. Und dann gehst du die rechte Seite ganz nach unten. Ja. Das sind die Mods. Na, ganz nach unten. Das sind die Granaten, ja. Wo der Rucksack ist und da steht, wie viel du da drin hast. Ja. Dann klickst du da drauf. Ja, das sind die Mods. Ja, wartet. Also. Ja. Klicke ich da drauf, bist ja. Bist du blöd oder was? Ich weiß ja selber, was Mods sind. Okay. Da drunter. Fertigkeitsaufsätze. Zum Beispiel, ne? Ja. Für jetzt zum Beispiel das erste Verhaftgranaten. Ja. Ne? Hm? So, da habe ich ja nichts. Hm? Und wenn ich aber auf was draufklicke, zum Beispiel, ich sag jetzt mal für die Drohne. Ne? Hm? Und ich klicke das an, dann kann ich das hin und her ziehen. Hm? Was kann ich damit machen? Nix. Gut, du kannst eine Favoritenmarkierung nehmen, du kannst es zerlegen, wenn du Platz brauchst. Und du kannst es zerstören. Also, wie ja, ich finde es gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ich finde das ja, gut. Nee, ehrlich jetzt. Was willst du denn damit Nein, machen? Ich bin da stolz drauf, dass sie mir das so erklärt haben. Kannst du dir das auf den Kopf ziehen? Ja, du kannst Dank. Natürlich. Hast du denn deine ganzen Was? Hast du deine ganzen Ausrüstungsgegenstände mit Mods belegt? Ich weiß es nicht. Ja, das ist schlecht, weil das müsste man tun. Weil ich habe hier nämlich auch keine Ausstattungsmods drauf. Ich gehe mal auf Mod und ich habe da keinen Mod für. Sagen Sie, oh doch, habe ich doch. Aha. Sehen Sie, da kann man nämlich auch noch einiges rausholen. Sehe ich gerade in mir auch. Ich habe nämlich hier auch noch keinen Mod drauf. Jetzt staune ich aber, was Sie für Ahnung haben, ne? Ich habe da nie drauf so geachtet, so. Sehen Sie? Verstehen Sie?
Sehen Sie? War mir eigentlich relativ immer scheißegal eigentlich. Fertigkeiten, Tempo. Leck mich an Arsch! Ja! Wissen Sie Bescheid? Fahrplatz. Hören Sie mal. Das ist ja jetzt mal ganz was anderes, ne? Ja, will ich doch meinen, ne? Das bringt doch was, ne? Ich bin begeistert, muss ich sagen. Na gut, die Tigerstreifen nicht unbedingt, aber gibt ja auch welche. Da können sie eine Fertigkeit reinlegen, ne? Das ist unfassbar. Ich staune, was sie so für Ahnung haben, ne? Sehen Sie? Jetzt gucke ich hier mal nach. Moment, da mal so drauf. Da habe ich ein Zusatzsystem. Ja, hör mal! Ach, hör mal! Was ist denn da los? Hören Sie mal! Ist doch unfassbar! Ja, das habe ich alles gar nicht gewusst! Können Sie die Fertigkeiten noch höher pushen? So. Ich habe das gar nicht gewusst! Ja, und wie es weitergeht, meine Lieben, das sehen wir dann in der nächsten Folge, Herr Hoxton. Was halten Sie davon? Ja, ich denke schon. Also, bis dann, Leute. Macht's gut. Tschüss.